Hallo Freunde der Schulsportwelten, ich begrüße euch, wir begrüßen euch heute wieder zu einer digitalen Sportstunde. Heute geht es um ein Work-in mit dem Petsi-Ball und zwei Wasserflaschen, die wir gegebenenfalls nochmal nutzen werden. Heute an der Seite habe ich Johannes Netter, ausgewiesener Top-Athlet im Bereich Triathlon und auch Sportlehrer. Wir beide sind praktisch Kollegen hier. Genau. Ja, wir wollen ein kurzes Warm-up machen, ein bisschen mobilisieren. Dann werden wir 25 Übungen, unterschiedliche Übungen mit dem Petsi-Ball und diesen Wasserflaschen machen. Hinten raus eine kurze Stretch-Einheit und dann soll es für heute gewesen sein. Wenn man keinen Petsi-Ball hat, sage ich ganz einfach mal, diesen relativ günstig zu erwerben, das ist das eine. Aber man kann sich auch von den Krankenkassen, die sponsoren sowas häufig, holen. Kann man auch als normale Sitzgelegenheit anstatt eines Stuhles nehmen. Ist sehr gesund, sage ich ganz einfach mal. Gut, dann denke ich mal, starten wir mit, mit ein bisschen Mobilisieren. Wir setzen uns erst einmal aufrecht auf den Petsi-Ball hin. Wir nehmen die Hände rechts und links runter und der Kopf geht rechts und links auf die Seite. Ganz langsam, kontrolliert. Okay, jetzt nehmen wir den Kopf nach vorne, machen einen kleinen Buckel. Strecken uns wieder und die Handflächen kommen nach vorne. Der Buckel, die Hände drehen ein und gerade aufdrehen die Hände. Okay, die Hände nach oben, über den Kopf und ganz locker die Hüfte zur einen Seite schieben. Alles noch schön kontrolliert, ohne Hektik. Vorne und legen uns auf den Ball, versuchen die Arme nach hinten fallen zu lassen, so bleiben, jetzt ein bisschen drehen, rechts und links, langsam aufrichten. Okay, wir legen uns auf den Bauch, also auf den Bein mit dem Bauch. Genau das gleiche. Und noch einmal entspannen den Rücken. Und auch gerne leicht bewegen. Okay. Machen wir über die Seite. Ein Knie ist unten, anderes lang. Und wir gehen über die Seite. Okay, wechseln. Andere Seite. Okay, so, das soll es mit der Mobilisierung sein. Wir wollen jetzt mit unserem Work-in starten. Belastungszeit ist 30 Sekunden, 15 Sekunden haben wir dann Pause zwischen den einzelnen Übungen und ist so wie bisher immer. Ihr macht das mit, was ihr könnt und was in eurem Leistungsvermögen ist. Wir werden wahrscheinlich auch ein oder zwei Varianten immer vorstellen, die es ein bisschen schwieriger machen. Oder ein bisschen einfacher machen. Wer jetzt natürlich keinen Petsi-Ball dabei hat, kann natürlich gerne zugucken.
sich Notizen wollte ich machen, weil es ist ja weiterhin auf YouTube zu sehen. Und beim nächsten Mal den Zirkel selber durchziehen. Okay. Viele Übungen davon kann man auch ohne Petsyball einfach ausführen. Ja. Sicherheit, ne? Wir haben hier einen Timer laufen, belasten uns 30 Sekunden und machen 15 Sekunden Pause und stellen dann in der Pause die neue Übung vor. Gut, okay. Wir starten mit der ersten Übung. Wir liegen auf dem Rücken, der Ball wird eingeklemmt zwischen die Beine, Hände kommen rechts und links und jetzt heben wir nur den unteren Teil des Bauches hoch. Anheben und runter. Schön kontrolliert, nach Möglichkeit ohne Schwung. Seht ihr? Ja. Gut, okay. Wunderbar. Nächste Übung, Klassiker. Liegestütz, Hände auf den Ball. Ich mach's mal aus der Seite. Ja. 2, 1 und ab geht's. Halbzeit. Noch 10. 5. 5. Prima. Okay, zweite Übung ist geschafft. Nächste Übung. Wir liegen auf dem Bauch. Arme sind gestreckt, Beine gestreckt. Haben den Ball mit gestreckten Armen und heben ihn einfach an. Auf geht's. Und halten. Eine statische Übung. Halbzeit. Super, jawohl. Nächste Übung, auch in Bauchlage. Ball zwischen die Beine. Und wir versuchen den Ball genauso wie vorher mit den Händen, jetzt mit den Beinen statisch zu halten. Und los geht's. Auf geht's. Halbzeit. Jawohl. Fünf. Tipptopp. Nächste Übung. Wir liegen auf dem Rücken, nehmen den Ball zwischen die Beine. Ich muss ein bisschen weit nach hinten gehen, sonst werfe ich die Wasserflaschen um. Beine kommen hoch und rechts und links ablegen. Wir arbeiten hier so schwer. Das ist ja bei Johannes schon, das Mikro schon raus, das erste Mal. Aber das passiert. Okay, ich mache weiter. 10 Sekunden Pause noch. Gut. Wir setzen uns auf den Ball. 3 und wir machen einen Sit-up, oder Sit-up. Arme kommen nach an die Ohren und wir bewegen den Oberkörper nach oben. Versucht auch hier eure Atmung anzupassen. Jawohl, prima. Rückenlage wieder. Die Beine kommen hier rauf.
Wir heben das Becken an und halten. Das ist jetzt hier die einfache Variante. Wer eine gute Stabilität hat, kann die Hände hier vor der Brust verschränken, sodass die Schultern leicht angehoben sind, wird aber gleich um ein Vielfaches schwieriger. Man kann ja vielleicht erstmal nur einen Arm rausnehmen, wie ihr möchtet. Jawohl. So, hier gehen wir auf den Rücken, Ball zwischen die Beine und wir drehen den Ball. Jawohl, tipptopp. Nächste Übung, Sit-up seitlich. Das heißt, wir liegen seitlich drauf. So, gehen wir mal nach hinten. So, und kommen nach oben. Oh. So, gerne nach 15 Sekunden. Wechseln. Wechsel. Ja, wechseln wir. Das ist mein Mikro auch schon fast draußen gewesen. Und achtet hierbei auch auf die Atmung. Bitte? Achtet hierbei auch auf die Atmung. Okay. Ja, die führt diesmal, bevor ich ins Start gekommen bin. Okay, jetzt kommen unsere beiden Flaschen zum Einsatz. Wir haben hier 1,5 Liter Flaschen. Auf den Bauch legen und nach oben. Jawohl. Okay, Liegestützposition. Diesmal kommen die Füße auf den Ball. Die Zehen, 3, 2, 1, ab. Oder 6. Jawohl. Super. Okay. Wir liegen auf dem Rücken, haben unsere beiden Flaschen. Gehen nach oben und die Arme rechts und links. Ich glaube, im Fitnessbereich nennt man das Butterfly. Auch hier könnt ihr auch 2 Liter Flaschen nehmen oder nur eine Liter Flasche. Das, was ihr zu Hause habt. Wer hat kleine Medizinbälle, Kettlebells, Kurzhanteln, alles machbar. Jawohl. Gut, wir bleiben gleich in dieser Position. Jetzt werden wir das gleich abwechselnd machen. Erst den rechten nach oben bringen, dann links runter. Mach's kurz vor, Position lassen und rechts runter, zack, links. Wenn das alles zu einfach ist, kann man gerne die Beine ein bisschen, hoppla, enger machen, enger stellen, dann wird es schwieriger. Wem das zu schwierig war, stellt die Beine weit auseinander und erreicht somit höhere Stabilität.
Profis können das auch auf einem Bein mit Sicherheit machen. Okay, gut. Jetzt sind wir ein letztes Mal in dieser Position und werden jetzt die Arme nach vorne, nach hinten zeitgleich bewegen. Okay, Position einnehmen und prima. Okay. Wir werden uns jetzt auf den Rücken legen, Becken heben und mit einem Bein das Bein angewinkelt ranziehen. Wir wechseln nach 15 Sekunden. Oh, jetzt kann ich die Uhr natürlich nicht sehen. Aber machen wir mal nach Gefühl. So. Wechseln. Ups. Becken oben lassen. Und auch wer es hier schwieriger möchte, kann natürlich die Arme wegnehmen. Genau. Prima. Unterarmstütz auf dem Bein. Und die Beine abwechselnd anwinkeln. Eins, ja, rechts. Kommt jetzt nach. Wer es nicht hinkriegt, setzt ganz kurz ab. Braucht kein Problem. Absetzen. Man kann es oben lassen. Oder nur kurz touchieren. Noch 10. Jawohl. Okay. Wieder kommen wir mit unseren zwei Flaschen zum Einsatz. Wir liegen auf dem Rücken, Arme gerade oben und beide gehen zur rechten und zur linken Seite. Jawohl, super. Okay. Flaschen zur Seite. Hier sitzt mit dem Rücken auf dem Ball. Arme nach oben. Und jetzt richten wir uns aus dieser Position auf in eine aufrechte. Jawohl, klasse. Jetzt werden wir den Unterarmschütz seitlich machen. Wir können es ja ruhig aus der Perspektive. Auch das ist sehr anspruchsvoll jetzt. Unterarmschütz und halten. Seitlich. Je enger man die Beine zusammenführen würde, desto schwieriger wird es. 15 Sekunden sind vorbei, wir wechseln. Andere Seite. Ihr könnt das Ganze auch leicht dynamisch ausführen. Genau. Okay, wir liegen auf dem Ball. Alle Viere auf der Erde. Und jetzt heben wir diagonal unsere Extremitäten. Rechter Arm, linkes Bein. Linker Arm, rechtes Bein. Ja.
Halbzeit. Jawohl. Okay. Wir bringen die Schienbeine auf den Ball und gehen dann in die Liegestützposition und ziehen jetzt den Ball heran, sodass wir auf die Zehen kommen. Anziehen. Noch 10. Jawohl. Ach, jawohl. Oh, ich bin schon ordentlich schwitzen hier mittlerweile. Aber es ist so gemacht. Wir müssen unseren Spickzettel gucken. Und zwar wieder in die Rückenlage. Becken wird angehoben. Anheben, Arm hoch. Und das rechte Bein hebe ich an und führe das durch das andere drunter. Auflegen, links anheben und das andere drunter wischen. Jawohl. Und sauer. Schon sind wir bei der letzten Übung. Ja. Unterarmstütz. Ja. Beine weg. Und wir bringen den Ball immer auf den Ellbogen. Vorne kurz halten. Noch 10. Jawohl. Super. Somit habt ihr den Durchgang geschafft. 25 Übungen. Wie bei jedem Work-In, was wir hier vorstellen, erheben wir natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da ist eurer Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Es gibt viele Möglichkeiten im Internet, wo man nochmal nachschauen kann, in einigen Büchern, wo man nachschauen kann. Nutzt das ganz einfach. Immer nur die gleichen Übungen machen, wird auf Dauer zu langweilig. Okay, abschließend noch ein bisschen Gymnastik. Wir gehen in den Vierfüßerstand, obwohl ist nicht richtig, eigentlich 6, 2 Hände, Knie und die Zehen aufsetzt und wir machen einen Buckel und versuchen jetzt ganz einfach langsam Wirbel für Wirbel zum Gorilla-Rücken zu kommen und wieder zurück. Das machen wir 3-mal. Sieht bei mir so ein bisschen holprig aus. Da sind schon so ein Brett, was ich biegt. Bei Johnny ist das schon ein bisschen besser. Der alte Katzenbuckel. Genau. Und noch einmal. Gut. Okay. Wir bleiben unten. Das rechte Bein nach vorne. Wir schieben unsere Hüfte nach vorne, gerade Oberkörper. Der linke Arm geht übers Knie, Oberkörper verdreht sich. Und jetzt wird hinten das Bein angezogen und wir halten.
hier langsam auflösen, hinten erst wieder so. Wechseln. Gleich nochmal. Links nach vorne. Hüfte nach vorne schieben. Rechte Hand übers Knie. Oberkörper geht mit. Und hinten langsam anziehen. Da haben wir den. Gut. Okay. Legen wir uns nochmal auf den Rücken. Rechtes Bein über die Seite, linke Hand drauf. Nach Möglichkeit, wenn es geht, geht die rechte Schulter runter und hält unten. Okay, die rechte Hand nimmt sich jetzt das andere Bein noch und zieht sie um und ich versuche wieder die Schulter nach unten zu bringen. Okay, langsam auflösen. Wechseln, andere Seite. Linkes Bein geht drüber. Und linke Hand geht jetzt zum Knöchel. Okay, langsam auflösen. So, liebe Sportfreunde, das soll es für heute gewesen sein. Wir verabschieden uns hier heute am Mittwoch und wir sehen euch am Freitag wieder mit einem neuen Angebot, mit unserem neuen Work-In. Bis dahin, bleibt gesund, haltet euch in Form. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao.